wahrscheinlich gleich fertig zum Loslegen und es los geht's. Hallo alle zusammen. Der nächste Talk ist, wie Hacker ein MMORPG zerlegen. Eine Einführung, wie man Protokolle und Programme zerlegt. Und ich würde euch bitten, unserem netten Gast hier, Ringspringer, zu applaudieren. Oh, thank you. Vielen Dank. Ich bin hier, um über wie man ein MMORPG grindet. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, ich werde das gleich erklären. Aber um noch mal kurz einen Überblick zu halten, wer weiß nicht, was das ist, Hand hoch. Wow, amazing. Sehr cool. Okay, dann los geht's. Ich bin Ringspringer. Ich bin ein Entwickler und ich habe eine Webseite und könnt gerne vorbeischauen dort. Über was ich reden werde, ist, ich werde euch kurz eine Einführung in Runes of Magic geben. Wer hat von diesem Spiel gehört? Hand hoch. Das sind sehr viel mehr Leute, die ich erwartet habe, aber ich wusste, dass es ein bisschen berühmt in Deutschland ist, aber man weiß nie. Ich werde das kurz anschneiden und dann euch erklären, warum es interessant ist, das Spiel anzuschauen, und dann werde ich euch erklären, was meine Motivation daran ist. Und dann werden wir in den technischen Teil kommen, wie ich den Traffic aufzeichne und wie ich angefangen habe, ihn zu zerlegen. Und ich habe auch ein paar Freunde, die mir geholfen haben, und ich habe zu einem Anwalt geredet, weil es eine komische Zeit ist und ich wollte sicher sein, dass ich legal auf der richtigen Seite bin. Also erstmal möchte ich ein paar Leuten danken. Die erste Person wäre einer, der einen Blog über Runes of Magic schreibt. Er hat niemals irgendwas Technisches rausgebracht, aber wenn ich irgendwie was... Okay, danke also an LuxTau. Der FTP2 Attractor 2 ist ein Tool von... Ich bin froh, dass das Tool existiert. Der Grund, warum ich diese Rede hier halte, ist aufgrund des Vortrags auf der 31C3 Cyber Necromancy. Wenn Leute sich dafür interessieren, könnte ich da Beiträge zu leisten. Und das hier ist ein Protokollvortrag, da könnte ich zu beitragen. Dieses Spiel hier ist nicht trivial. Genau. Wie gesagt, ich habe zu Juristen gesprochen. Ein sehr netter Typ war Anu Engelfried. Er wird etwas über meine Fragen und seine Sicht der Dinge auf seinem Blog schreiben. Wenn ja, also Holländisch kannst googeln und dann könnt ihr das finden. Nichts ist komplett ohne OlliDBG. Ich weiß nicht, wenn ihr von diesem Tool noch nichts gehört habt, dann solltet ihr dieses Tool ausprobieren. Das ist wirklich elementar. Was ist also ein massively multiplayer online Roleplaying? Was ist Basis bedeutet, ist, es ist ein Online-Spiel, du hast einen Charakter und es ist normalerweise ein Fantasy-Thema mit Elf, mit Runen und was weiß ich. Die meisten Spiele sind entweder du bezahlst monatlich oder so, oder sie sind eben, oder du kannst sie kostenlos spielen. Du kannst es umsonst spielen, aber du kannst Mikrotransaktionen betätigen, um irgendwelche Gegenstände zu erhalten. Du verbesserst deinen Charakter mit der Zeit, indem du Level bekommst, indem du Gegenstände findest, indem du Quests vervollständigst, was dir auch wieder Levels gibt. Der Hauptgrund, das Spiel zu spielen, ist, du willst noch mehr Content zu bekommen, du möchtest immer stärker werden und deine virtuelle Person soll interessant sein. Es gibt eine ganze Menge Teamplay, du brauchst andere dafür, du brauchst ein Team und brauchst eine gewisse Stufe von Freundschaft. Diese Spiele sind dazu da, deine Zeit zu verbrauchen. Sie wollen, dass du zurückkommst. Sie wollen, dass du es weiterspielst. Du kannst es das machen, indem du spielst, und du kannst es auch auf andere Art und Weise tun. Das zeige ich jetzt. Wie sieht das Spiel aus? Das
Das Spiel sieht so aus, wenn man hier auf den Screenshot sieht. Es ist free to play, kannst du umsonst spielen. Kannst es runterladen und einfach spielen und ja. Das ist das, was ich getan habe, egal. Es wurde ursprünglich von einem deutschen Entwickler programmiert worden. Du musst eine Sache, das ist Grinding, immer wieder tun. Da haben Taiwanesen. Die Taiwanesen sind sehr konzentriert auf sowas. Was das Spiel anbietet, ich werde euch hier eine kurze Übersicht angeben. Es hat 3 Rassen, 10 Klassen und ein duales Klassensystem. Man kann verschiedene Sachen spielen, zum Beispiel einen Zauberer, Krieger und mit verschiedenen Kills. Und das ist was ich echt interessant finde und das ist was man Spaß macht. Und man kann dann so Sachen machen. Und dann gibt es Raids, und wo man dann als Team reingehen muss und das Ganze zusammen machen muss. Also, und man muss mit den Items kann sehr interessante machen. Man kann alles bearbeiten, wie man will. Und man hat Tiere, man hat ein Haus, man kann alle möglichen Sachen machen. Und all diese Sachen sind in einem Protokoll. Und ich habe mich gefragt, wie funktioniert das? Um euch eine Idee zu geben, wie das Ganze funktioniert. Das auf der linken Seite ist das, was man findet, und das auf der rechten ist, was man herstellen kann. Wenn sich auf der linken Seite umschaut, dann kann man sich das anschauen, man kann das anschauen, aber und man kann es benutzen. Und das auf der rechten kann man verbessern und dann benutzen. Und wenn das Spiel richtig spielt, dann macht das einen großen Unterschied. Warum hatte ich vor, das hier zu machen? Aus Interesse. Das war mein erstes MMORPG, was ich gespielt habe. Und ich habe sehr viel Zeit da reingesteckt. Und dann habe ich mich gefragt, wie funktioniert das? Es ist mein Computer, ihr gebt mir eine ausführbare Datei mit 15 GB Dateien. Und was macht das? Was schickt es raus? Und was schickt es raus? Schickt es meine Konfiguration? Aber das ist mal was Interessantes zu klären. Wenn das Spiel aktiv ist, dann kann man fast allen Traffic durchschieben, den man will. Man kann damit fast immer machen, was man will. Und wenn man sich dazu entscheidet, das zu zerlegen, dann ist es leichter, das jetzt zu machen als später. Und ich wollte es einfach zerlegen. Also, das Erste, was man machen muss, man musste die Pakete aufzeichnen. Ich habe mich gefragt, wie ich das mache, weil ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte. Also ein paar Spiele haben sowas wie Rootkits, damit sie feststellen können, was für einen RAM man hat und solche Sachen. Und ich wusste nicht, was sie schicken. Also was ich vorhatte, ist, ich nehme einen anderen Rechner, schalte ihn zwischen und zeichne das einfach auf. Und man hat TCP-Packages. Und es schickt einen TCP-Flow. Und du hast dann TCP-Dump, das, wenn du es aufgezeichnet hast. Ich mag TCP nicht selber lesen. Was du tust, das sieht so wie das hier aus auf dem Screenshot. Du kannst das aus dem Netzwerk runterladen in eine Datei, PCAP. Du möchtest einfach runterladen und speichern, was auf dem Netzwerk erscheint. Und du kannst dann später immer noch entscheiden, was du dir anguckst, und kannst das dann filtern. Und wenn du jetzt TCP-Dump auf dieses Capture-File anguckst, du bekommst eben die Information, was so darunter läuft. Das sind die Adressen, das sind die Daten, mit denen du arbeiten möchtest. Wenn ich mich in das Spiel einlogge, bekommst du so etwas wie das hier auf dem Screenshot. Das ist eine ganze Menge Daten. Das Wichtige, es sind eine ganze Menge Nullen da. Ja, Nullen, 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 Nullen über Nullen, das ist komisch. Was mit dem Kennwort ist, okay. Da sind immer noch viele Nullen, auch wenn ich ein
komplexes Kennwort habe. Sehr interessant, super high-tech, also vielleicht irgendein komischer Verschlüsselungsalgorithmus. Naja, gucken wir mal, was dabei herauskommt. Die ersten 4 Bytes von jedem Paket sind die Länge von jedem Paket. Also 16 Bytes. Hm. Okay, das sind also 14 Bytes Inhalt. Ein kleiner Hinweis, es ist Little Endian. Ja, jeder kennt hoffentlich Little Endian, ja. Wenn du damit weitermachst, wir holen die ganzen Nullen raus, das interessiert euch nicht weiter. Das ist, was ich bekomme, wenn ich mit, wenn ich mich einlogge. Sieht noch nicht sehr interessant aus, dann habe ich mich entschieden, mit 4 A's und mit 4 B's eben einlogge. Und schon haben sich die Nummern geändert. Wie du siehst, die Paketlänge, ich habe gedacht, 14 ist halt die Paketlänge. Naja, was du siehst, das verändert sich. Okay. Die anderen Pakete, okay, verändern sich auch ständig, dachte ich so. Ich war nicht sicher, was jetzt. Ich kann mal eine qualifizierte Vermutung machen. Die Daten, die du da sehen kannst, sind ein Vielfaches von A. Wenn du das zweite Paket anguckst, das ist ein Vierfaches von 21. Vielleicht einfach der Username. Okay. Wie man hier sieht, sind das Ganze aufgefüllt mit Nullen. Also, wenn man damit weitermacht, sieht man, das kann nicht so schwer sein. Aber anstatt sich die eigene Verschlüsselung anzugucken, was ich gemacht habe. Okay. Was ich gemacht habe, das Passwort ist immer bei 50 und 60 und es sieht nicht zufällig aus. Wenn man sich einfach nur den Unterschied anschaut, es überspringt immer nur 1 oder 2 oder 4 oder 7, es ist nicht wirklich zufällig. Also rate ich einfach mal. Ich kenne MD5, das ist 60 Bytes. Und MD5 hat Hex-Digits und jetzt probieren wir das einfach mal mit MD5. Und wenn man den MD5-Hash von 4 A's berechnet, erhält man das. Und F7 und F5, das ist der Unterschied von 3. Ich habe mir das einfach weitergeraten. Die vierte Zahl ist eine 4 und die Zahl danach ist eine 3 und es wiederholt sich. Und man wird sehen, dass das nächste 7 3 beinhaltet. Und dann sieht man die Teile F3 und F7. Und ich bin mir ziemlich sicher, bei dem Punkt war ich mir ziemlich sicher, dass MD5 ist. Wenn man nicht weiß, wie es verschlüsselt ist, aber was wir wissen ist, dass es der Unterschied zwischen den Bytes immer dasselbe ist. Das bedeutet normalerweise, dass es einfach krasse Kryptographie ist, aber natürlich, das ist es nicht. Wozu ich mich entschieden habe, am Anfang habe ich das einfach nur runtergeschrieben. Und am Anfang bin ich einfach noch ausgegangen, dass es zu MD5 geht und habe einfach geraten. Der nächste Teil war dann, wie kommt man von F7 zu 3,7? Und wenn man einfach Bits runterschreibt, sieht man, oder habe ich festgestellt, dass nur die oberen Bits unterschiedlich sind. Also ich hab die Verschlüsselungserfahrung nicht, um das zu knacken. Und dann addiert man das, nimmt ein XOR und addiert eine Zahl obendrauf. Und wenn man das einfach, wenn das Wissen einfach nur anwendet, dann habe ich zurückbekommen. Ich habe einfach mal angenommen, das ist ein Schlüssel und ich habe es einfach nur hinzugefügt und wenn ich die wenn ich das dazu füge, den festen Wert, dann
Bekomme ich das, was ich erwarte? Das ging jetzt ein bisschen schnell. Ich wollte das jetzt mal aus dem Weg bekommen. Der interessante Teil daran ist, du kannst bald drüber nachdenken, über die Daten. Du stellst fest, Daten sind nicht zufällig. Ja, okay, und damit konnte man das erraten. Okay. Und wenn du weißt, wie Kryptographie funktioniert, dann hast du jetzt schon mal so eine Idee, was du. Wenn du jetzt die weiteren Daten runterlädst und die anguckst, wenn du jetzt daran guckst und wenn du mir immer die letzten vier Zahlen anguckst, die Zahlen folgen aufeinander und das geht immer so weiter. Also das heißt eine Sequence-Nummer reinfügen und das braucht man in TCP. Und die Nummer dafür von 0 bis 9. Vielleicht ist das der Key Value, also von einem Key Pair. Die erste Zahl, die wir brauchen, ist FF und dann bekommst du also den Key. Das ist wahrscheinlich alles. Was tun diese zwei Zahlen? Was tun die halt? Ja, es ist halt nicht zufällig und was ich halt festgestellt habe, ich weiß zwar nichts. Also habe ich OlliDBG und IDA gestartet und ein bisschen Kaffee und Geduld. Das sind Checksummen. Im Header und im Datenbereich gibt es halt Checksummen. Das ist so einfach, das hätten wir beide selber machen können. Es ist ein Flag. Wenn es 2 ist, dann ist es verschlüsselt und wenn es eine andere Zahl ist, ist es der Schlüssel. Und dann habe ich festgestellt, das gibt es ein paar Pakete, die habe ich nicht wirklich verstanden. Das ist keine Payload. Das war also, das ist komisch. Wenn ich, ja, aber irgendwie antwortet der Client, das ist möglicherweise einfach nur ein Keep-Alive-Signal. Wenn man sich die Sequence-Nummer anguckt, vielleicht wollten die eigentlich ursprünglich mal UDP als Protokoll benutzen. Ja, UDP ist, weil das Protokoll dazu war. Aber sie stellten wahrscheinlich fest, UDP ist ziemlich schwer zu benutzen und um verlorene Daten wieder zu benutzen. Und sie haben also so eine Art Fake-TCP-Layer und haben versucht, dann doch wieder über TCP zu lenken. Okay. Von jetzt an werde ich jetzt den dicken Header und die Länge und die Flags und so weiter und den ganzen Encryption-Stuff werde ich jetzt mal ignorieren. Jetzt ignoriere ich das, ich habe es verstanden und jetzt gucke ich mal, was in den Daten selber drin ist. Wenn du dir das anguckst, wenn du eine ganze Menge von dieser Daten vom Client zum Server bekommst, ja, das wird wohl sein, na, wir bewegen uns. Oder ein Disconnect oder so etwas. Ich vermute mal einfach mal qualifizierte Vermutung. Das hat bisher ganz gut funktioniert, also machen wir weiter so. Wenn du das machst, stellst du fest, einige von den Nummern machten überhaupt keinen Sinn. Die sind Little Endian. Was ich also gemacht habe, ich habe sie einfach als Floating Point Zahlen eingefügt. Wenn man jetzt Floating Point Zahlen nimmt, also Fließkommazahlen, wird es eine unsinnige Fließkommazahl werden. Oder vielleicht weiß ich es nicht, oder es bedeutet ein Null oder so. Wenn du es nicht erkennst, naja, das ist dann möglicherweise, wenn du es nicht erkennst, einfach eine Fließkommazahl, wenn es keinen Sinn macht. Nachdem ich also viel drauf geguckt habe, viel Kaffee getrunken habe, danach habe ich dann also den Packet Header verstanden. Ich habe verschiedene Arten von Paketen verstanden. Ich habe viele Megabyte von Logs erzeugt und ich habe versucht, den Login-Prozess zu identifizieren. Und wenn du aber mal den Packet Header verstehst, dann verstehst du auch den Header. Und dann verstehst du, dass einige Pakete einen Typ und einen Subtyp haben, einige Pakete. Das hat wohl damit zu tun, wie Pakete vielleicht innerhalb des Systems geroutet werden. Falls du mal mehr als einen Tag auf Hexdumps geguckt hast, ne, das wird ein bisschen langweilig mit der Zeit.
Na, also haben wir eben überlegt, na, machen wir doch einfach ein Tool. Das ist also das, was ich getan habe. Ich habe ein Tool erzeugt mit dem Namen ROM-Dump. Es ist von TCP-Dump inspiriert, weil es eben Protokolle dumpen kann. Was ich also tat, ich habe von TCP-Flow die Textdatei genommen und holt den Header raus und reassembliert das Ganze und erzeugt also die Definition des Paketes. Weil wir die Länge des Paketes wissen und weil TCP dazu tendiert, Zeug zu buffern, weil das manchmal komplett oder eben nicht ganz komplett ist. Ich muss mich halt daran zu erinnern, eine ganze Menge machen das ein bisschen blöd, also das Tool hilft dir, die ganze Entschlüsselung vorzunehmen und all das. Und das ist das, was nachher dabei rauskommt. So sieht das aus. Ich habe hier die Pakete. Und wenn du dir das oben anguckst, siehst du, dass das erste ein U42-Paket ist und das zweite ist ein Wert, den ich R nenne. Und wenn du dir das auf der rechten Seite anguckst, bekommst du 04, 00004. Und dann kriegst du 65. Also was das Tool tut, es nimmt das Paket und addet irgendwie 65. Also wenn du irgendwelche nervige Verschlüsselung hast, dann weiß ich, dass ein Fehler nicht ein Fehler ist. Stattdessen kann ich einfach mein Wissen damit reinstecken und bitte verarbeite diese 200 MB von Daten für mich, um zu sehen, was kann ich darin finden. Und wenn ich immer feststellen, also wenn ich mal weiß, was der Feld für den Accountname und das Passwort ist, kann ich das einfach einsetzen und kann das auslesen. Ich bitte euch, wenn ihr solche Sachen macht, baut solche Tools. Also denkt drüber nach, das ist auf jeden Fall cool. Und es macht sehr viel mehr Spaß damit. Und wie ich gesagt habe, solche Pakete können komisch sein. Es gibt ein verschachtelt sein. Und es gibt einen Client, der schickt ein Paket zum Server. Und in diesem Paket ist dann ein kleineres Paket drin, was dann zum Beispiel eine Anweisung an den Server schickt, dass ich zum Beispiel das Spiel beenden will oder sowas in der Art. Ich kann da natürlich Sachen einbauen, zum Beispiel in mein Passwort. Wenn sich das Ganze jetzt anguckt, ist es natürlich genau dasselbe Paket, was ich vorhin geschickt habe mit den Floating Point Sachen. Aber also das macht keinen Sinn. Wenn man jetzt aber hergeht und sich eine Definition schreibt und man schreibt da Float rein und dann sieht man plötzlich Werte, die Sinn ergeben, dann ist man sehr, sehr schnell, also dann kriegt man die Grundidee des Protokolls. Und dann hat man dieselbe Idee, die die Macher hatten. Und ich hoffe, dass jetzt hier nicht über netzwerkliche Strukturen geblasen werden. Aber ich gucke, ob es hier irgendwelche Muster gibt, die man eben ausnutzen kann. Als ich dieses Tool entwickelte, machte ich einen großen Fehler. Ich verwendete C++ für das Tool. Und ich habe dann zu Python gewechselt. Damit es bringt es viel mehr Spaß. Und der Grund, warum ich das sage, wenn du ein Tool hast, möchtest du Features hinzufügen. Du musst zuerst Stoff entschlüsseln, aber nach einiger Zeit, du weißt, irgendwann ein Account hat jetzt immer 64 Bytes. Und falls du das siehst, weißt du, das sind die 64 Bytes eines. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass es irgendwas anderes ist. Du möchtest also Konstanten. Du möchtest auch Aufzählungen und was du also tun möchtest. Du möchtest auch noch Login-Code-Sachen. Du möchtest das sehen. Du möchtest das nicht jedes immer wieder nachgucken. Und
Du möchtest außerdem Strukturtypen. Also ich brauche das auf jeden Fall und der Grund ist, die Itemstruktur im Spiel ist ziemlich komplex. Da gibt es eine ganze Menge Stoff, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Das muss alles zu deinem Client. Weil alle Items genau dasselbe Format haben und weil Programmierer eben faul sind, haben alle eben dasselbe Format. Und wenn du das raus hast und da möchtest du das überall benutzen möchtest, brauchst du eben Strukturtypen. Du brauchst eben Felder, Arrays, für das Sehen viele Daten, die zusammengehören. Der andere interessante Teil ist, du möchtest auch Support für Transformationen. Manchmal findest du einen Pakettyp und der ist compressed, also gepackt, und weil es so viel ist. Und du möchtest herausfinden, möchtest in der Lage sein, deinem Dump-Tool erzählen können. Das, was jetzt kommt, ist komprimiert mit folgendem Algorithmus. Und wenn du das richtig implementierst, wenn du es richtig machst, wenn du es nicht in C machst, es ist, dann kannst du das eben machen. Und natürlich will man Annotationen. Was man dazu braucht, wenn sich in dem Spiel einloggt, es sagt es, hallo, du hast irgendeine Quest erfüllt. Okay, ich habe keine Ahnung, was die Quest 1, 2, 3, 4 ist. Okay, aber wie kann ich sowas lernen? Auf der nächsten Folie werde ich euch zeigen, wie man sowas angehen kann. Und man kann dann im Programm zeigen, okay, wenn du diese Nummer hast, dann sollst du das bitte im Protokoll nachschauen und das bitte auslesen, weil ich will das wirklich, den wirklichen Wert wissen und nicht einfach nur eine ID dazu. Und wie das Spiel funktioniert, bin ich gerade, also ich greife gerade Sachen vor, alles, was nicht statisch ist in dem Objekt und die IDs der Objekte sind zufällig. Also nicht ganz zufällig, aber zufällig, man kann sie nicht berechnen. Also ich kann sie zumindest nicht berechnen. Was man macht, hey, ich würde, zeig mir bitte doch Objekt 1, 2, 3, 4, 5 und an irgendeinem Punkt und dann werde ich dir auf Objekt 2 zeigen. Und was dann passiert, okay, jedes Mal, wenn das Objekt die 2 sieht, wird es hergehen und ich die Tür zum Beispiel, die ich vorher erkannt habe, ersetzen. Okay, aber zuerst, das sind Quests und IDs, die ich vorhin schon erwähnt habe. Und eine Sache, die man verstehen muss, und jedes Spiel und fast alles, was wir machen, hat Zahlen. Wenn da eine Datenbank ist, hat es IDs. Wenn man jetzt hergeht und versucht, das Inventar zu verstehen, und dann kann man einfach Sachen anklicken in seinem Rucksack. Und man hat zum Beispiel den Trank und man will irgendwie rausfinden, also man denkt, das muss eine Datenbank sein und ich würde jetzt gerne wissen, woher kriegt die ID? Also wenn man jetzt viel googelt, dann gibt es viele Möglichkeiten, wie man das Ganze einem anderen Player anzeigen kann. Und die werden dann ein Modell davon sehen und eine Textnachricht. Und das benutzt dann dieselbe ID dafür. Und natürlich, Webseiten benutzen auch dieselbe ID. Was ich jetzt mich entschieden habe zu tun, war zuerst hergehen und man hat zuerst Daten reingesteckt und dann hat es die internen Datenbankstrukturen rausgeschmissen. Und man kann dann interessante Sachen damit tun. Und ich habe mir natürlich wieder sehr viele Hexdumps angeguckt und es hilft sehr viel, wenn man eine Idee hat von dem Item, was man sich hier anschaut, und man die ID des Items kennt. Und wenn natürlich Hexdump-Support hat, kann man sich den ganzen Hexdump ausgeben, dann kann man alle Pakete zu durchsuchen, die diese ID von dem Objekt, das man sucht, drin haben und dann kann man das sehr viel einfacher benutzen. Und also, jetzt dachte ich, ein Paket, da gibt es überhaupt keinen Pattern. Ich drucke dann solche Sachen aus und nehme in einem
Bleistift und viel Kaffee und einen Nachmittag und dann gucke ich ab und ich mache mir Notizen und ziehe Linien. Das tat ich normalerweise und das ist, was ich besonders liebe. Aber was ich feststellte, da sind jetzt Daten, die sehen echt zufällig aus. Ich kann nichts identifizieren. Und irgendwelche Stücke, Inventory Items, also ja, das ist es nicht. Das ist komprimiert. Ich dachte, ich muss meinen Olli DBG und was gucken, was das Protokoll macht. Und der das Protokoll sich interessiert und es braucht also viel Geduld, um das zu desassemblieren. Aber es bringt wirklich großen Spaß, einen Komprimierungsalgorithmus zu entschlüsseln. Problem ist nur, als ich das zum Beispiel 100 Kilobit Daten hatte, 100 Kilobyte ist allerdings ziemlich viel. Mein erster Computer hatte nicht mehr so viel Speicher. Dann dachte ich so, ich brauche irgendwas, um herauszufinden, wie ich jetzt hier weitermache. Ich weiß nicht genug über diese Daten. Erstmal, wollte mein TCM-Dump nicht weiter benutzen. Das ist ein verteiltes Spiel für eine ganze Menge Backends. Wenn du in das Spiel guckst, du siehst, komm, mach mal einen Server dazu. Nein, wenn du jetzt auf dem einen Server bist, dann musst du mal zu einem anderen Server gehen und guckst eine ganze Menge Statik gucken. Daran bin ich eigentlich nicht interessiert. Ich möchte das in einer bisschen Art und Weise auffangen. Ich weiß, wie das Programm funktioniert, also programmiere ich mir einen Proxy. Was dieses Tool jetzt tut, es verbindet sich zu dem richtigen Server und es tut zeichnet alles auf in einem interessanten Format. Nee, das ist nicht der Server, den du kontaktieren sollst, sondern der hier. Also, es speichert, schreibt die ganzen Daten in Logfiles. Jedes Mal, wenn der Server versucht, was zu redirecten, sagt es, nee, mach das nicht und gibt dem ersten, gibt die IP-Adresse raus. Und der Server interessiert sich dafür, er schaut nur, ob das eine echte IP-Adresse ist und sagt, okay. Also, das hat sich als sehr nützlich herausgestellt, weil ich damit weil ich es nicht auf meinem Computerspiele-PC laufen lasse, sondern auf irgendeiner Linux-Box. Man konnte damit recht coole Sachen damit machen. Aber ich denke, ihr habt so eine coole Idee, man kann Sachen damit einfach umleiten. Oder einfach Pakete umleiten, zum Beispiel, dass man gestorben ist und ich habe das Paket nicht bekommen. Natürlich habe ich das nicht versucht, das wäre ja böse. Also ich habe jetzt dieses Programm, ich habe meine Logfiles, aber es sind immer noch 400 KB von Daten. Und ich wollte gucken, was passiert, wenn es entpackt ist. Und das kann recht groß werden, wenn es entpackt. Ich war mir ziemlich sicher, dass viele Daten nicht relevant waren. Also was ich gemacht habe, ich muss irgendwie die Daten irgendwie bearbeiten. Ich muss irgendwie lernen, wie das Spiel darauf reagiert. Also was ich dazu gemacht habe, ich habe mal wieder was zusammengebastelt. Es funktioniert gut genug. Und ich hatte die Idee, wenn ich keine Ahnung habe, was ich mache, und dann habe ich Python eingebaut, weil Python gut ist. Wenn ich jetzt einfach hier Broadcast und eine Array of Bytes reinstecke, lass das mal nicht machen, weil wir haben jetzt diese nette XML-Datei. Und wenn die das dazu benutzen kann, Dateien rauszuspucken, kann man das auch benutzen, um welche zu erstellen. Und wie ich weitergemacht habe, wie bei all meinen Projekten, ich habe natürlich noch eine neue App geschrieben. In C++, weil wer liest schon XML in C. Und das Programm schreibt Source Code
Packets, also C++-Klassen, die man einfach reinstecken kann und die man dann dem Server schicken kann. Also man kann sagen, man soll folgendes Objekt erstellen, verschlüsseln und dann erstellt natürlich die Python-Bytings. Also man kann einfach in Python sagen, hey, ich hätte gern, bitte schick mir dieses Paket irgendwo dahin und das ist wirklich cool. Und das werdet ihr auch noch sehen. Also das ist, wie das aussieht. Ich habe jetzt dieses Paket vom, ich bin sicher, ich habe keine Ahnung, was es tut. Was man hiermit machen kann, ist, man kann das einfach zum Server schicken auf einem bestimmten Port, man kann es einfach nochmal kopieren und was passiert, man sieht dann gelben Text auf dem Bildschirm und man kann natürlich damit Sachen editieren und man kann natürlich andere Sachen tippen und schauen, was der Client anzeigt. Und das macht wirklich Spaß. Man kann zum Beispiel was eintippen und man kann super schnell schauen, gucken, was passiert und man tut niemand weh, weil die Game-Server nicht wissen, was man tut und man das nur an einen eigenen Client schickt. Aber natürlich gab es einen Haken. Aber wisst ihr was? Ich werde jetzt einfach gucken, was passiert, wenn ich das zum Client schicke, die 400 KB, und dann stürzt der Client ab. Wenn ihr das Spiel gespielt habt, versteht ihr, dass das Spiel nicht so gut gebaut ist. Man könnte es deutlich verbessern. Aber also was ich gemacht habe, ist, ich baue einfach Sleeps ein. Und das hat mich dann und dann habe ich es geschafft, mich einzuloggen und dann habe ich natürlich Sachen entfernt, wo ich gedacht habe, dass sie nicht wichtig sind. Und dann konnte ich mich einfach ins Game einloggen und meine Pakete schicken. Was ich euch jetzt zeigen werde, ist eine kleine Demo und betet mit mir zusammen, dass die Demo nicht crasht. Aber das Paket, was ich euch zeigen werde, wenn man ein Objekt erstellt und man ist ein Player-Charakter, dann kann man das bearbeiten. Und das Spiel benutzt dazu ein Paket und sagt einem, die Haare sehen so aus und der Bart ist dick und ich wusste, dass das Paket das tut, aber ich wusste jetzt nicht, was die Werte innen drin das tun. Oh. Es ist immer nach oben. Was ich jetzt tue, ich starte meinen Server. Das ist ein Open Robben, habe ich ihn genannt, weil ich Namen sowieso nicht gut erfinden kann. Open Projekte sind auch ziemlich beliebt. Ich habe das genommen. Ich habe hier Username Passwort. Ich hoffe, das funktioniert. Wie ihr sehen könnt, der Server startet, Sachen zu sehen. Ja, mein Server mit dem Namen Solitude. Weil es ist ja kein Online-Spiel mehr ist, oder? Applaus im Saal. Wenn ich mich jetzt, ich logge mich jetzt also als Reverse Engineer, logge ich mich jetzt ein. Das ist eben was wir machen. Ja, wir sehen hier das Log immer auf dem Backend. Möchtest wissen, was passiert und nicht darüber reden, was die Pakete sind. Ich werde irgendwo einen Hinweis geben, wie das also aussieht. Ah, da haben wir jetzt das Spiel auf dem Screen. Da ich alles senden kann, was ich auch immer will, Gildennamen. Ups. Na, so soll das Spiel aussehen. Ja, jetzt zoome ich in mein Gesicht. Jetzt teilt ich auf darauf den Stoff. Variablen, weil die halt nett sind. Setze ich eine ganze Menge Daten, die ich von irgendwo geklaut habe, und ich modifiziere die. Zuerst sende ich sie erstmal. Wie ihr jetzt seht, ist nichts passiert. Ah, das ist langweilig. Das sind immer noch die selben Daten wie zum Zeitpunkt, wo ich den Charakter erzeuche. Jetzt gucke ich mal, was
gucke ich mal irgendwelche andere Daten. 0,55. Ich teste normalerweise extreme Werte, wenn's 200 mache, 2, 3. Es hilft immer zu identifizieren, was es für Werte sind. Und wie ihr sehen könnt, hat mein Charakter alle seine Haare verloren. Applaus im Saal. Ich kann jetzt also weitermachen. Und setze ich jetzt einen anderen Wert und auf einmal ist mein Bart. Jetzt weiß ich also, wozu mein Haare und Bart und ich kann auch zufällige Charakter beliebige erzeugen. Ich möchte jetzt mal einen Monster erzeugen. Wir haben Freunde da, wie ihr seht. Ja, das sieht ja erschreckend aus, ja. Das ist der gute Teil daran ist. Und ich kann jetzt mit den Werten es einfach töten. Und dann hatte ich diesen unerkannten 09E. Und was tut er? Ah, das funkelt auf einmal. Und wenn etwas funkelt, ist es gut, dann kann ich es looten. Ich bekomme ein unbekanntes 0FF-Paket. Und das Paket muss also bedeuten, ich möchte es looten. Und dann können wir jetzt sehen können, was der eigentlich für irgendwelche Items hat. Hoffen wir, dass das jetzt nicht stirbt. Ich werde jetzt mal über das Protokoll laufen, weil das die Zeit langsam abläuft. Wie läuft das Spiel? Wir haben drei Level von Server, Login-Server. Der fragt, wer bist du? User-Kennwort und wenn nicht, geh weg. Dann kommen Portal-Server. Der Portal-Server sagt nur, dies sind alle Portal-Server. Und dann verbindest du dich mit einem speziellen Spielserver. Du hast also immer drei Hops und darum schrieb ich eben das Proxy-Tool. Es ist immer ganz gut, wenn jemand anders für dich diese Probleme löst. Das Problem ist also, das Spiel hat wirklich sehr, sehr viele Befehle. Aber praktisch alles ist ein Command. Wenn du zum Beispiel ein Team beitrittst, ein weiterer Befehl, du musst das zu deinem Message-Log hinzufügen. Und du musst diesen Gildennamen dazu fügen als Befehl. Es gibt Pakete, die gesendet werden und die sagen, dass diese Gilde das machen soll. Und es geht natürlich immer so weiter. Und das Tolle ist, wenn man einen eigenen Server hat, kann man das Stück für Stück machen und sich einfach angucken, was passiert. Und wenn ich einfach hergehe und 40 Pakete bekomme, sind vielleicht 20 davon wichtig. Und kann dann einfach das Ganze zerlegen und das ist dann sehr viel einfacher. Und es ist objektorientiert, alles so Sachen wie Türen können bewegt werden, Sachen können zu Objekten gehen, NPCs, Bosse, alles sind Objekte. Player-Charaktere haben eine Physical Appearance und man hat unterschiedliche Kommandos, wie es aussieht, Position, Kämpfen, und wenn man das Monster sich anschaut und es schaut zurück, das ist auch ein Kommando. Und wenn ihr treten will, das ist auch ein Kommando. Und wenn es sagt, es will dich hauen, dann das ist auch ein Befehl. Wenn Magie benutzen will, das ist auch ein Kommando. Also, was ich gelernt habe, dass die ganzen 200 Kilobyte Infopacket den Nutzer beeinflussen. Man hat 200 Kilobytes von Daten und dann habe ich 100 Kilobyte und wie sich der Charakter bewegt, hat nichts damit zu tun. Und der Klient kennt, welche Quests wichtig sind. Was das Server jetzt tut, er erzählt dem Client,
Diese Queste kannst du jetzt, diese Quest ist noch nicht getan und die ist schon erledigt. Und der Client zeigt also nur die Oberfläche. Client Security ist kaputt. Wenn du falsche Daten schickst, crasht es. Wenn du die. Und wenn du jetzt irgendetwas falsch machst, kriegst du eine Stack-Infos, wenn das crasht. Und wenn ich den Server also beeinflussen kann, könnte ich das tun. Ich erwarte, dass der Server ist wahrscheinlich nicht viel besser, aber ich habe es halt nicht ausprobieren. Aber er sagt dir zum Beispiel seine MAC-Adresse, seine Grafikkarte, sein Betriebssystem. Vielleicht wollte ich auch ich kann auch die ID von den Clients spoofen, also naja. Na, dachte ich, naja, ich wollte den Zeug veröffentlichen. Ich möchte aber nicht gerne verklagt werden. Was mache ich also? Obwohl ich jemand wurde zu 2 Millionen Strafe verurteilt. Ich wollte also ich habe halt Engelfried getroffen und der hat mir wirklich gut weitergeholfen. Er ist einer der wenigen Personen, der gleichzeitig Ingenieur ist, also Ingenieur ist und Jura studiert hat. Und der hat gesagt, dass man sich nicht verarschen lassen soll. Und wenn, solange du irgendwas privat machst, ist es überhaupt kein Problem. Aber und du kannst dann auch nicht irgendwie cheated, also verarscht werden oder so. So, as he continued, he said, okay. So, als er dann weitergeredet hat, hat er gesagt, okay. Okay, also die Tools sind soweit okay. Und das ist auch auf jeden Fall interessant, aber du musst aufpassen. Der release das alles nicht. Ne? Dachte ich, naja, so wie der Code aussah, ich hatte nicht die Intention, das zu veröffentlichen und diese ganzen rechtlichen Sachen und falls irgendeiner Kontakt zu irgendeinem zusammen Publisher oder Developer habt, kann man das machen. Gebt mir, falls ich irgendetwas dumpen soll, ich habe ein GitHub. Ich möchte euch danken. Das alles ist auf meinem GitHub-Account. Der Item-Kram ist auf einem anderen Repository, aber wer weiß, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr es jetzt machen. Ich habe einen E-Mail-Account und das. Danke für diesen sehr. Sehr interessanten Vortrag. Wir haben jetzt noch 10 Minuten für Fragen und Antworten. Falls ihr das noch habt, geht bitte zu diesen Mikrofonen. Wir fangen jetzt sofort an. Hast du jemals aus Versehen Paket an den Server geschickt und reagiert der komisch? Ja, das habe ich gemacht. Jeder, der geht, bitte seid leise. Dann können wir die Fragen richtig beantworten. Also ja, ich habe Pakete an den Server geschickt und ein paar Sachen, die mich interessiert haben, ob es wirklich drauf ankommt, ob es der Client schicken muss oder irgendjemand anders. Es muss nicht der Client sein, aber ich werde das nicht rausgeben, weil ihr wisst, was man damit anstellen kann. Das ist eine weitere Frage an dem Mikrofon. Dann der andere bitte dort. Ich wollte wissen, wie lange hast du daran gearbeitet und eine Woche und dann Kaffee und dann viele Nachtmare in Monstern? Das Projekt hat 2 Jahre gedauert und ich habe immer wieder zwischendrin nur daran gearbeitet. Ich habe natürlich noch andere Interessen, und sowas wie ein Leben oder so. Und ich habe, also es gab Hochs und Tiefs.
Aber ich kann sagen, dass alles in allem, wenn ich das Vollzeit machen würde, denke ich, das würde 4 bis 6 Monate brauchen. Wenn wirklich reinkommt, dann geht das wirklich schnell. Das ist eine Frage aus dem Internet. Das sind jetzt 2 Fragen. Die erste Frage ist, ob es irgendwelche End-to-End-Verschlüssung oder Authentifizierung zwischen Client und Server ist. Yes. Yes. Ja, das gibt's. In theory, spawn items on a real server. Kann man da wirklich Items spawnen lassen? Ich wusste, die Frage kommt. Was ich darüber sagen will, ist, ich weiß von Spielern, die es geschafft haben, Items zu duplizieren. Also ich wusste, dass es geht. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch geht. Und ich habe eine. Aber wenn ich das probieren würde, dürfte ich das Spiel nicht spielen. Aber das meiste wird auf dem Server gemacht. Wenn der Klient davon überzeugt ist, dass er ein Item hat, kann man das sehr wahrscheinlich hinkriegen. Also ich denke, das ist nicht ganz sicher. Aber die meisten kriegen das irgendwie raus, dass man was irgendwas ganz schnell klickt und dann gibt irgendwann der Server auf und gibt einem das Item. Also es ist schon passiert. Ich weiß nicht, ob es korrigiert ist, aber es ist schon passiert. Gibt es weitere Fragen? Dort? Hallo? Hast du die Sache auch bei anderen MMOs probierst oder ist das ein Beispiel für dieses zerbrochene Stück Software? Nee, ich habe das nicht probiert. Ah, das kann man wahrscheinlich mit jedem Spiel machen, wie du willst. Aber man kann diese Techniken auf fast alles, auf fast jedes Spiel anwenden. Das Einzige, was ich hier gemacht habe, ist, die Daten zu interpretieren. Und das kann man mit jedem Spiel machen. Und ich habe es einfach. Also man kann da jedes Spiel nehmen und das Spiel ist uninteressanter als die Herangehensweise. Okay, any more questions? Weitere Fragen noch? An dem Mikrofon. Ein interessanter Vortrag, danke. Ich bin ein Spielentwickler. Versuche ich jetzt nicht gerade ein Massively Multiplayer, ich versuche ein Spiel auf Android. Hast du irgendwelche Hinweise an mich, die dir die Arbeit schwerer machen würden? Ja, also eine Sache, die ich vorschlagen sollte, dass wenn Leute das machen, die gelangweilt mit deinem Spiel werden, ist das, was ich denke, was du tun solltest. Wenn ich es wäre, dann würde ich eher das Protokoll rausgeben und sagen, hier, viel Spaß. Und Leute werden es dann irgendwie das verstehen. Und wenn man das Protokoll so baut, dass irgendeine verrückte Person dran gehen kann und uns das 20 Mal schickt, dann sollte ich das vielleicht kontrollieren. Also man sollte niemals Daten vertrauen, die einem der Klient schickt, weil die können beeinflusst werden. Man sollte auch immer darüber nachdenken, dass es dass der Client zum Beispiel nicht alles bekommen hat, was es gibt und zum Beispiel ist irgendwas im Netzwerk verloren geht und das sollte man halt in das Design mit einbeziehen. Eine weitere Frage aus dem Internet. Die Frage ist, hattest du jemals Kontakt zu dem Entwickler? Hattest du Kontakt zu dem Hersteller des Spiels? Nee, hatte ich nicht. Ich habe versucht, ein paar aus der Community zu kontaktieren. Ich habe mit ein paar geredet, aber das Problem, ich habe niemals was gefunden. Und das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich an die herantreten soll. Das ist eine recht große Firma. Und ich wüsste noch nicht, wo ich anfangen sollte. Und vielleicht kennt hier irgendjemand, der mich da reinkriegen kann. Noch irgendwelche für weiteren Fragen? Letzte Chance? Okay.